Das Chaos in der ersten Folge hat mich schon komplett überrascht, aber warum hat mir keiner gesagt, dass das noch nichts im Vergleich zu den Sachen ist, die in den nächsten Episoden kommen werden? So viele unterschiedliche Sachen passieren direkt nacheinander, dass man nicht mal genug Zeit hat, um erstmal das zu verarbeiten, was man gerade gesehen hat. Zuerst kommt was Perverses, dann was Lustiges, dann was Trauriges, dann keine Ahnung was und so weiter. So waren zumindest die ersten drei Episoden. Und ich hoffe, so wird der ganze Anime sein, oder? Nein, ich hoffe, es wird noch verrückter. Obwohl vielleicht Andy sehr weird auf den ersten Blick erscheint, hat der Typ mehr Riz als wir alle zusammen. Und das ist kein Witz. Zu Beginn der zweiten Staffel wollte Fuko Izumo auf gar keinen Fall mit Andy schlafen. Sie wollte nicht mal diesen Gedanken in ihrem Kopf haben. Doch nur nach circa 10 Minuten hat sie angefangen, sich für Andy auszuziehen und wollte direkt vor den Augen eines anderen Typen mit dem untoten Mann schlafen, ohne dass er überhaupt was sagt. Bro, wir müssen auf jeden Fall von ihm lernen. Was ich aber bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, ob die Tatsache, dass er die ganze Zeit nackt ist, ein Vorteil oder eher ein Nachteil ist. Was glaubt ihr? Ich muss auch sagen, dass ich diese komische und sehr weirde Beziehung zwischen Andy und Fuko einfach nur liebe. Andy ist voll der kranke und offene Typ, der eigentlich alles macht, was er möchte und diese I don't give a fuck Energy hat. Fuko ist wiederum sehr geschlossen emotional. Zusätzlich hat sie noch ihre Angst, dass sie Menschen Unglück bringen kann. Doch wenn sie zusammen sind, dann verliert Fuko ihre Angst und wird offener gegenüber Andy. Und Andy zeigt auch in manchen Momenten, dass er sich um sie sorgt. Doch hier kommt die wichtigste Frage. Macht Andy sich Sorgen wegen Fuko, weil er sie gerne hat? Oder weil er sie für seinen eigenen Tod nutzen möchte? Ich glaube eher für beides. Außerdem muss ich noch unbedingt die Kampfszenen erwähnen und wie krass sie sind. Zu Beginn der Serie war ich ein wenig skeptisch wegen der Undead-Fähigkeit von Andy, denn wie krass kann die denn bitte sein? Er ist halt unsterblich, kann zum Beispiel seinen Arm abschneiden und jemanden damit abwerfen, gell? Aber ich habe mich sehr getäuscht. Es gibt schon sehr viele krasse und kreative Arten, wie man einen unsterblichen Körper einsetzen kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel die 5-Point-Landung. Dein Flugzeug wird gleich explodieren, gar kein Problem. Spring einfach runter und nutze diese 5-Point-Landung. Zuerst brichst du deine Füße, dann deine Beine, deinen Arsch und deinen Rücken und dann kannst du direkt weiterlaufen. Alles easy, einfach nur geil. Aber bitte nicht nachmachen. Ich bin wirklich gespannt darauf, was uns in den nächsten Episoden erwarten wird. Wie episch wird der Kampf zwischen Andy und diesem Mädchen sein, das vor 50 Jahren den Andy gefangen genommen hat? Welche Techniken werden wir noch sehen? Wer wird verlieren? Wer wird gewinnen? Und wie wird es weitergehen? Die Antworten darauf werden wir hoffentlich in der nächsten Episode erhalten. Ich würde euch noch empfehlen, meinen ersten Eindruck zu Undead Unluck zu schauen. Den findet ihr in der Infobox oder am Ende des Videos. Lasst noch einen fetten Daumen nach oben da für weitere Videos zu Undead Unluck. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.